Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen, liebe Gemeinde, hier in der Kirche und im Livestream des Hamburger Abendblatts zu dieser Christfest bei im und aus dem Michel. Ich wünsche Ihnen allen und allen, die Ihrem Herzen nahe sind, die Sie lieben und um die Sie vielleicht Sorge tragen in diesen Tagen, gesegnete und friedvolle Weihnachten. Gott wird Mensch, um unser Schicksal zu teilen. Das ist auch und besonders in diesem Jahr nicht nur eine Verheißung, sondern die Mitte dieses Festes. Vieles ist anders in diesem Jahr. Wir feiern Weihnachten kleiner, auch stiller. So leer um 16 Uhr am Heiligen Abend war der Michel noch nie. Und trotzdem, wir sind achtsam und das ist gut. Sie sind achtsam für sich und für andere. Und trotzdem bleibt die Botschaft dieses Festes unverändert. Gott zeigt seine unverbrüchliche Liebe und Nähe zu uns Menschen, indem er selbst ein sterblicher Mensch wird. Lassen wir uns von der Wirklichkeit ebenso wie vom Zauber der Weihnacht berühren und daraus Trost und Hoffnung schöpfen in dieser schwierigen Zeit. Ich wünsche uns einen gesegneten Gottesdienst. Weissagung aus dem Buch des Propheten Jesaja. Es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Lasst uns beten. Ehre und Preis sei dir, Herr Jesus Christus. Du bist ein Menschenkind geworden, auf das wir Gottes Kinder werden. Du bist arm geworden, auf das wir durch deine Armut reich würden. Du hast Knechtsgestalt angenommen, auf das wir zum Bilde Gottes erneuert werden. Zieh ein in unsere Herzen, heile unser Leben, dass wir von deiner Liebe und Güte nehmen und sie weiterschenken. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Lesung der Weihnachtsgeschichte aus dem Evangelium nach Lukas. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das judäische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn
und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasset uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Oh, Sonne, die das will.
Wertelicht des Glaubens in mir zugericht. Wie schön sind deine Strahlen. Wann oft mein Herz vor Kummer weint und keinen Trost kann finden, rufst du mir zu, ich bin dein Freund, ein Tiger deiner Sünden. Was traust du, o Bruder mein, du sollst ja guter Dinge sein. Ich sühne deine Schulden. Liebe Schwestern und Brüder, es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais. So verkündet der Prophet Jesaja. Das ist ein starkes Wort, auch wenn es nur ein zartes Stängelchen ist, das der Prophet den niedergedrückten Menschen in seinem Volk verheißt. Der Stamm nämlich ist tot. Denn ein großer und mächtiger Feind war damals gekommen und hatte alle hohen Bäume niedergeschlagen. Ein Bild für das erwählte Volk Israel und sein Schicksal. Ein Volk, das tot ist ohne seinen Gott. Nur dieser Gott kann sein erstes Schöpfungswort wiederholen und erneut rufen, es werde. Und dann sprosst das Reis und wächst dem Licht entgegen. Genau das will Gott tun, verheißt Jesaja. Zählt doch nicht die Jahresringe der Vergangenheit am toten Stamm, sondern blickt auf das kleine und doch hoffnungsvolle Leben, das sich rührt. Es wächst etwas, wo eigentlich nichts wachsen kann. Seht hin. Vielleicht haben Sie so etwas auch schon einmal gesehen. Ein Löwenzahn, der mitten heraus aus dem Asphalt einer Straße wächst und seine leuchtend gelbe Blüte fast provokativ gegen das Grau des Asphalts präsentiert. Irgendwo muss ein ganz schmaler Spalt gewesen sein, durch den der lebendige Stängel sich drängen konnte. Und er behauptet sich und trotzt dem harten Asphalt. Die Wissenschaft hat gewiss kluge Erklärungen, warum das möglich ist. Aber immer, wenn ich so ein zartes kleines Pflänzchen sehe, scheint es mir wie ein Wunder des Lebens und ein Zeichen der Hoffnung. Da lagen Hirten in der Nacht bei ihren Herden auf dem Feld, Menschen, mit denen man nichts zu schaffen haben wollte, raue Gesellen am Rande der Gesellschaft. Ihr nächtliches Dösen scheint wie ein Bild zu sein für ihr ganzes Leben. Sie erwarten nichts mehr. Hoffnung auf Veränderung, gar Verbesserung ihrer Lebenssituation haben sie nicht. Ihr Leben ist wie abgeschnitten von dem, was sich in der Welt ereignet. Und plötzlich strahlt ein himmlisches Licht mitten hinein in das Dunkel ihres Lebens. Der tote Stamm ihrer Existenz wird bis ins ausgedörrte Mark erschüttert. Sie fürchten sich und hören zugleich ein himmlisches Wort der Ermutigung. Fürchtet euch nicht. Und hören dann von diesem Kind im Stall, in dem Gott selbst gekommen ist, um zu heilen, Trost zu schenken und Hoffnung zu wecken. Hören den Lobpreis der Engel und hören, dass sie, gerade sie, Menschen sind, die Gott gefallen und von seinem Frieden umfangen sind. Ausgerechnet sie. Aber sie hören und glauben. Als würde ein kleines Reis des Lebens in ihnen hervorbrechen, sind die Hirten ganz plötzlich wach. Brechen auf zu diesem Kind und fühlen sich berufen, zu den Menschen zu gehen, die sie bisher gemieden haben, und von dem Wunder zu erzählen. Plötzlich fröhliche, lebendige Hirten, die die Gemeinschaft der Menschen suchen, weil sie eine weltverändernde Botschaft zu erzählen haben. Sie sind Teil dieses Wunders geworden und voller Hoffnung, die von diesem Kind ausgeht, und ihre Furcht ist überwunden und sie leben neu. Wie oft resignieren Menschen, weil sie fürchten, weil sie das Vertrauen verloren haben, weil sie nichts mehr erwarten vom Leben. Hier kann nichts mehr wachsen. Der Asphalt ist zu hart, die Zeit zu lang, bis sich etwas verändert, die Einschränkungen zu mühsam, um noch Besserung und Befreiung zu erwarten. Es ist,
als säßen sie auf einem toten Stamm und würden niemals erwarten, dass daraus noch einmal neues Leben hervorbricht. Manchmal sitzen auch wir auf solchen Stämmen. Vielleicht gerade in diesen Wochen und unter den Bedingungen, die momentan unser Leben einschränken. Weihnachten ist Gottes Zeichen, wie hartnäckig die Hoffnung sein kann. Eine Pandemie, wie wir sie gerade erleben und wie viele Menschen sie erleiden, kann zermürben und Gemeinschaft gefährden. Trennt Menschen von Menschen, kann Vertrauen und Hoffnung verschütten. An Weihnachten hat Gott aus dieser erschütterten und immer wieder im Leid und der Hoffnungslosigkeit erstarrten Menschheit ein lebendiges Reis hervorwachsen lassen. Ein kleines, hilfloses Kind, geboren von einer damals ganz unbedeutenden Frau in Judäa. Ein lebendiges Reis in der Krippe von Bethlehem und zugleich der Erlöser der Welt. Wir brauchen dieses Kind und seine Botschaft gegen unsere Ängste und unsere Erstarrungen. Wir brauchen es in diesem Jahr vielleicht noch viel mehr als an normalen Weihnachtsfesten. Gott kommt, um sich jetzt und hier neben uns zu setzen. Er möchte uns berühren mit seinem Leben, möchte in uns geboren werden und wachsen, damit wir die Furcht überwinden, die unser Leben lähmt. Damit wir uns aufrichten können aus unseren Traurigkeiten. Damit wir im Herzen hören, dass Gott uns liebt. Damit wir getröstet und froh werden. Dafür ist Christus in unsere Welt gekommen. Wagen wir doch, dieses zerbrechliche Zeichen als Gottes neuen Anfang für uns anzunehmen. In seinem Sohn ist er zu uns gekommen als unser Bruder und spricht heute zu uns wie damals zu den Hirten durch den Engel, spricht von unserer Zukunft. Uns ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr. Kommt und seht das Kind in der Krippe. Kommt und seht, wie das Reis hervorbricht und grünt und von Leben und Hoffnung kündet. Fürchtet euch nicht. Amen. Es laut von fern.
Lasst uns beten. Großer Gott, richte unseren Blick auf das Kind in der Krippe, deinen Sohn und unseren Bruder, und lehre uns deine Herrlichkeit, seine Armut und Verletzlichkeit zu sehen. Öffne unsere Ohren für die Worte der Engel, die unserer Erde Frieden verkünden und uns die Furcht nehmen möchten. Reihe uns ein in den Zug der Generationen, die sich aufmachen, den Christus zu finden in Menschengestalt. Fülle unser Herz mit den Lobgesängen der Weihnacht und tauche unser Leben in dein gnädiges Licht. Heiliger Gott, wie sehr sehnen wir uns nach einer heilen Welt, in der kein Streit mehr herrscht, kein Krieg und keine Unterdrückung, keine Bedrohung durch Krankheit und Leid und in der alle Angst zur Ruhe kommt. Wie sehr wünschen wir uns, dass wenigstens heute am Heiligen Abend sich diese Sehnsucht einmal erfüllt und wir in Frieden miteinander die Geburt deines Sohnes feiern können. Aber wir wissen, selbst in der kleinen Weihnachtswelt dieses Jahres geht woanders das Leiden weiter. Herrschen auch jetzt Krankheit und der Kampf um das Leben so vieler Menschen, aber auch Hunger, Krieg und Gewalt. An vielen Orten fehlt der Frieden, den die Engel verkündet haben. Gott, gebiete den Gewalttätern Einhalt, weise menschliche Gier in Grenzen, tröste die Einsamen und Leidenden, stehe den Helfern bei an so vielen Orten dieser Welt, in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Sei bei den Trauernden um die vielen Toten der Pandemie hier und überall in der Welt. Stehe den Menschen in allen Kriegsgebieten bei, heile die Wunden deiner Schöpfung im Geist deines Sohnes durch Liebe und Sanftmut. Mit den Worten, die dein Sohn uns zu beten gelehrt hat, rufen wir gemeinsam, und ich darf Sie bitten, zum Vater unser sich zu erheben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Thank you.
Ein herzlicher Dank sei gesagt an Bettina Pan, Sopran, für den wunderschönen Gesang, an Joachim Held an der T-Orbe und an Jörg Endebruck an der Orgel für die musikalische Verkündigung in diesem Gottesdienst. Herzlich danken möchte ich auch dem Hamburger Abendblatt, das heute ermöglicht hat, dass dieser Gottesdienst in dieser besonderen Zeit gestreamt wird und damit viel mehr Menschen, als wir hier in die Kirche lassen dürfen, daran teilnehmen konnten. Herzlichen Dank dafür. Auch das ist einen Applaus wert. Ja, danke. An den Ausgängen, und dazu sage ich gleich noch ein kurzes Wort, an den Ausgängen erbitten wir sehr herzlich eine Kollekte für Brot für die Welt, die es in diesem Jahr in besonderer Weise Projekte mit Kindern fördert weltweit, damit Kindern unter Pandemiebedingungen möglichst vielen Kindern ermöglicht wird, zur Schule zu gehen und nicht arbeiten zu müssen und darum keine Ausbildung bekommen zu können, weil sie ihre Familien unterstützen müssen. Da gibt es viele Projekte, die Brot für die Welt in der Welt unterstützt, und das ist absolut aller Unterstützung und Hilfe wert. Herzlichen Dank für Ihre großzügige Kollekte. Und jetzt ein bisschen Ausgangslogistik, damit wir uns so wenig wie möglich begegnen. Ich bitte alle, die auf dieser Epistelpultseite sitzen, durch das Hauptportal die Kirche zu verlassen. Ich bitte alle, die auf der Kanzelseite hier unten sitzen, durch das Portal 4 dort die Kirche zu verlassen. Und alle, die oben sitzen, auf der Empore die hintere Treppe zu benutzen und das Portal 3 zu nehmen. Wir haben so viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer heute, denen ich an dieser Stelle auch einmal sehr, sehr herzlich danken möchte für ihren Dienst den ganzen Tag hier in der Kirche. Und sie werden sie wie die guten Engel geleiten. Und nun wollen wir uns unter den Segen Gottes stellen. Geht hin im Frieden des Herrn. Es segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Noch einmal frohe und auch fröhliche Weihnachten. Und ohne Odo Fröhliche wird es nicht Weihnachten. Also, Odo Fröhliche.